Hallöchen, liebe Geisterfreunde, ich grüße euch recht herzlich zu einer weiteren spontanen Folge hier von Phasmophobia mit dem neuen Update. Nachdem wir uns gestern schon den neuen Leuchtturm hier angeschaut haben, will ich heute mal auf die anderen Neuerungen eingehen, die es hier so gibt. Zwar gehe ich hier nicht so haarklein darauf ein, wenn ihr das ganz genau wissen wollt, lest euch einfach die Patch Notes auf Steam durch zu diesem Update und wenn ihr Probleme mit der englischen Sprache habt, haut euch das einfach in den Google Übersetzer rein, das passt schon. Da erfahrt ihr wirklich alles bis ins Detail. Hier werde ich jetzt die wichtigsten Sachen mal erklären und vieles werde ich auch noch in Zukunft erklären bei weiteren Folgen, wenn sich dann halt die passenden Situationen dafür ergeben, ihr Lieben. Ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn wir jetzt hier eine Nebenaufgabe haben mit dem Geisterfoto, dann müssen wir Folgendes beachten, nämlich dann müssen wir hier einen Platz für frei haben. Haben wir hier alle Plätze schon belegt, mit Salzspuren, Fingerabdrücken, Interaktionen, dann ist es so, dass wir die perfekte Jagd nicht mehr hinkriegen können, da wir nämlich für dieses Geisterfoto so einen Platz zwingend brauchen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall beachten. Wichtig ist auch, dass der Shade jetzt, wenn wir in seinem Geisterraum sind, keinen Buchbeweis gibt und er pustet dann auch keine Kerze aus. Das macht er nur, wenn er alleine ist. Das ist natürlich eine interessante Änderung und müssen wir uns auch auf jeden Fall merken. So können wir den Shade nämlich dann auch leichter identifizieren. Es gibt aber noch Änderungen und zwar habe ich nicht mehr Thermometer dabei. Das war ja mein Lieblingsthermometer auf Stufe 1, weil dieses Thermometer vor dem Update keine Schwankungen hatte. Das ist aber jetzt geändert worden. Das hat jetzt auch Schwankungen. Dazu wurden die Schwankungen vom Thermometer auf Stufe 3 reduziert, sodass das Thermometer auf Stufe 3 jetzt mein Lieblingsthermometer wird. Also Thermometer ist in Rente gegangen, Reinhold Messner höchstwahrscheinlich auch, es sei denn wir benutzen das noch für die Herausforderungen oder wenn wir wieder neu im Prestige aufsteigen, dann müssen wir uns eh wieder von unten nach oben arbeiten. Aber dieses Thermometer hat noch keinen Namen. Da könnt ihr jetzt mal kreativ werden und eure Wunschnamen hier formulieren in den Kommentaren. Ja, dann wurde die UV gewechselt. Das Knicklicht ist jetzt nicht mehr die UV auf Stufe 1, sondern das Knicklicht ist jetzt die UV auf Stufe 2. Zudem können wir die Dots-Projektoren auf Stufe 3, die rotieren ja von links nach rechts, die können wir jetzt anhalten. Die Bücher werden jetzt geschlossen, wenn der Geist das Buch rumwirft. Und die Sanity-Pillen, die wirken jetzt schneller. Die Sanity-Pillen auf Stufe 3 wirken sofort ohne Verzögerung. Die auf Stufe 2 wirken jetzt statt in 20 Sekunden, glaube ich, schon sofort in 10 Sekunden. Und auf Stufe 1, die Sanity-Pillen, die brauchen nicht mehr 30 Sekunden, sondern 20 Sekunden. Ja. Und was auch noch sehr wichtig ist, wir können jetzt 3 Gegenstände mitnehmen plus Feuerzeug. Das geht aber nur mit dem Feuerzeug. Ihr seht's, Feuerzeug. Bewegungssensor, Parabol, Kruzifix. 4 Sachen, aber wie gesagt, das geht nur mit dem Feuerzeug. Ja, sehr schön jedenfalls. Dann können wir eine Sache immer mehr mitnehmen. So, so. Was auch neu ist, ist, dass wir die kleinen Lichter jetzt ausmachen müssen, wenn wir die Box benutzen. Kleine Lampen wie Nachttischlampen oder diese Schreibtischlampen müssten wir jetzt ausschalten, wenn wir in diesem Raum die Box benutzen wollen. Ja, das sind so die Sachen, die ich so grob mal erklären wollte. Alles andere ergibt sich dann noch, wenn wir im Haus sind, wenn sich die Situationen einfach ergeben. Heute sollen wir den Geist mit Räucherwerk abwehren, dem Geist während der Jagd entkommen und die Bewegungssensoren einsetzen. Jawohl. Im Ridgeview Courthouse auf Profi. In der Garage ist der Sicherungskasten. Wir nehmen mal eine Kopflampe mit. EMF, Fotoapparat und ja, keine Ahnung, wie ich dieses Thermometer nennen soll. Wie gesagt, da warte ich mal auf eure Vorschläge. Thermopeter und Reinhold Messner sind nicht mehr drin. Wobei, Reinhold Messner hat ja eh nachgegeben. Seit dem letzten Update war das ja auch nicht mehr das Wahre. So, bewege etwas, gib mir ein Zeichen. Wir haben den verfluchten Spiegel, hier schon ein Versteck. Und der Geist kann jetzt auch hier Fingerabdrücke hinterlassen. Oder an den Fernbedienungen hier. Das geht auch. Und die Schwankungen bei diesem Thermometer auf Stufe 3 wurden reduziert, falls ich das eben nicht erwähnt habe. Kann ja vorkommen. So, Sounds auf jeden Fall überarbeitet, das hört man auch. Morgen erscheint dann die letzte Folge vorm Update. Das ist halt eine vorproduzierte Folge mit Nessie.
Und es gibt dann noch eine Folge, die ebenfalls vorproduziert wurde. Und das ist die nächste Jagd im Türmodus ohne Beweise, wenn wir halt die 700 Abonnenten erreicht haben. Die spielt auch noch vorm Update. Ich hoffe, das ist kein Problem. So. 17, 5, 16, 9, 18, 6, 18, 4. Kurze Schwankung, aber es wird wärmer. Hier. 18, 9. Gib mir ein Zeichen. Bewege etwas. 17, 4. 18, 1. 17, 3. 18, 8. Mhm. Okay. Sieht gut aus. Vielleicht ist er ja oben. Oder vielleicht auch nochmal im Keller. Dort hatte ich jetzt auch länger schon keinen Geist mehr. Hier im Ridgeview Courthouse. 18,8. 18,7. 19,8. Sieht gut aus. Ich vermute schon fast, dass er oben ist. Übrigens können wir mit dem Parabol-Mikrofon jetzt auch etagenübergreifend Geräusche wahrnehmen bzw. aufnehmen. Aber ich weiß nicht, ob das mit einem Parabolmikrofon geht. Aber ich denke schon, nur auf Stufe 3 kriegen wir halt angezeigt, auf welcher Etage das war. Hier liegt der Knochen, das ist der schön. So. 19,2. 20,9. 19,6, das ist alles zu warm. 17,3. 16,6. Hoffentlich kein Flurgeist. 21,3. 19,7. Das wäre jämmerlich. Ein Versteck hier. Badezimmergeist. Nö. Badezimmer nicht. Vermute schon fast, dass es ein Flurgeist ist. Aber es wird wärmer hier. Das ist schön. Garage, Klavierzimmer hätten wir dann noch. Müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Lichtern. Oder halt hier die kleinen Räume. 21,8. 21,4. 20,3. Alles viel zu warm. Naja, auch hier. Garage. Ja. Wohnzimmer. Ja, 8,7 hier. 8,7. Lassen wir das mal da. Dann decken wir uns den Bereich erstmal ab mit einem Kruzifix. Eins reicht erstmal. Nebenaufgaben. Bewegungssensor. Das kombinieren wir dann mal. Zunächst aber ein Kruzifix. Bewegungssensor. Dann noch Salz. Wobei, dann hätte ich auch gerne eine Ultraviolett drinne. Kruzifix, du hast noch Pause. So. Nehmen wir das mal so mit. Prüfen mal UV. Wups, die Wups wieder rein hier. So. Hallöchen. Ultraviolett haben wir nicht. Im F4 wegen dem Event. So, das schauen wir nochmal. Nein. UV gibt es nicht. So, 1, 2, 3, da konnten wir schon mal die neuen Sounds hören. Und das ist ein neuer Sound vom EMF5. Die Sounds wurden nämlich überarbeitet. So, EMF5. So, alles klar. Gut, Geist.
Bin sofort wieder da. Gespenst raus, da er durch Salz gelaufen ist. So. 76%. Jetzt nehme ich ein Kruzifix mit, ein Buch und die Box. Schauen wir doch mal, ob er uns hier noch was hinterlässt. Eine Liebesbotschaft vielleicht. So. Kruzifix ganz wichtig. Bist du da? Bist du hier? Die Box würde nicht funktionieren, wenn diese Lampe jetzt noch an wäre. Das ist das, was ich eben meinte. Auch die kleinen Lampen müssen aus sein, nicht nur diese Deckenlampen. Bist du da? Ist jemand bei mir? Was möchtest du? Wie alt bist du? Ultraviolett war ja raus. Elderly victim. Okay. Alles klar. Box Zwillinge Spirit. Zwillinge Spirit. Gefriertemperaturen Buch. Ja. Gefriertemperaturen Buch. Schauen wir noch mal eben. 4,6. 4,3. Okay, Doppelinteraktion, Zwillinge. Konnte man gerade schön hören. Abwehren entkommen. Gut, Abwehren entkommen, das ist schön. Dann machen wir nämlich Folgendes. Da das jetzt mit dem Feuerzeug so gut klappt, können wir das nämlich mitnehmen. Wir können uns eine starke Taschenlampe mitnehmen und zwei Räucherwerke. Das ist natürlich sehr praktisch. Wir sehen mehr und können uns noch besser verteidigen. Gut. Das war auf jeden Fall eine Doppelinteraktion. Hier war was geflogen und drüben. Das sind die Zwillinge. Und wir machen jetzt noch eine verfluchte Jagd mit. Ich hätte aber gerne ein geschlossenes Versteck. Hier wäre eins. Ja, dann machen wir das Ganze hier. Sicherung raus. Das ist natürlich blöd. Mache ich die noch mal eben rein. Teste hier noch mal. 3,8. 2,3. Okay. Springt wieder auf 3. Einmal die Sicherung rein. Dann machen wir eine schöne verfluchte Jagd mit. So. Oben ist schon alles an. Ja. Wie klein mitnehmen? So. Hallöchen. Guck mal hier. So. Aber das ist eine Standardgeschwindigkeit. Habe ich mich denn eben verhört? Lass die Tür zu. Ist das der Spirit? Das ist auf jeden Fall... Ja, es sind die Zwillinge. Dachte schon kurz, dass er eine Standardgeschwindigkeit hatte. Nein, das waren die Zwillinge. So. Kurz mal irritiert gewesen. So, gut, dann hätten wir das, das. Dann könnten wir jetzt noch Fotos schießen. Was?
Hast du meinen Fotoapparat gesehen? Er ist geräuchert, gibt jetzt eh ein bisschen Ruhe. Dachte ich halt, wie gesagt, mal kurz, dass es ein Standardgang ist. Aber bestimmt wegen Line of Sight. Und unten hat man dann gehört, dass es auf jeden Fall die Zwillinge sind. Fotoapparat, ne? Nehme ich den nochmal mit. So, Knochen haben wir. Salzspur, drei Fotos noch. Drei Fotos. So. So. Sehr gut, da sieht man nochmal schön ein EMF 5 von 0 auf 5, Differenz 5. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein EMF 5. Event können wir nicht erlebt haben, da wir hier waren. TV angemacht, was läuft denn? EM? Deutschland gegen Dänemark, ist denn schon Samstag? So. Also. ...1,1... ...1,4... Gefriertemperaturen. Also. Hatte ich doch richtig gehört. Die Zwillinge. Gut. Bewege etwas, wirf etwas. Mach etwas. War doch ebenso aktiv. Ja. Genau, das brauche ich. Ich gehe nochmal Salz holen. Dann geht's etwas flotter. Und hier sehen wir eine schöne Zwillingskurve. Ja. Die halt so ein bisschen abgeschrägt wird hier. Salz. Komisch, aber oben hat das wirklich so geklungen, als hätten wir einen Standardgang. Unten hat man dann deutlich gehört, dass es der langsame Zwilling ist. Ja, schmutziges Wasser. Das hier? Da läuft auch durch Salz. Ja. Ein Foto noch. Dann nehmen wir das schmutzige Wasser, nämlich das bringt mehr Geld. Ja, okay. Gut, dann mach's gut, mein Lieber. So, dann hätten wir alles, ne? Genau. Gut, dann können wir. Perfekte Jagd. Dieses Mal haben wir es hinbekommen mit den Fotos. Gucken wir mal. Genau, die Zwillinge. $1315 gemacht, ihr Lieben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Würde mich ja freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und überlegt euch einen guten Namen für unser Thermometer auf Stufe 3. Ich bin gespannt. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Ciao, ciao. Macht's gut.